Und er geht rein. Huch. Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von der FIFA 16 Demo. Es gibt ein Feature, was ich noch gar nicht richtig beachtet habe. Und zwar kann man mit den Frauenteams spielen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock, mit den Frauenteams zu spielen. Und jetzt ehrlich mal sehen, wie lange es dauert, bis... Boah, die sehen aber fürchterlich aus, jetzt mal ganz ehrlich. Und mal sehen, wie lange es dauert, bis der erste frauenfeindliche Job gemacht wird. Wieso hat die 89 und sitzt auf der fucking Bank? Nicht mal auf der Bank. Die sitzt auf der Reservebank mit fucking 89. Ich weiß. Oh, guck mal, ich finde, das sieht merkwürdig aus, oder? Irgendwie sieht das nicht zeitaktuell aus, finde ich. Irgendwie haben die einen ganz, ganz komischen Körperbau hier. Okay, ich will jetzt mal so, wie echter Frauenfußball geht. Langer Ball und hoffen, dass es ankommt. Ah, nee, kommt nicht an. Das klingt jetzt ultra gemein, aber so sind Frauenfußballspiele. Ich habe ultra viele Frauenfußballspiele gesehen, die bolzen einfach den Ball immer nach vorne, hoffen, ihn zu kriegen. Und dann fehlt irgendwie am Ende die Kraft, weil das Feld zu groß ist. Ey, ich komme mit den Tasten noch, das ist so doof einfach. Je mehr FIFA 16 ich spiele, desto mehr ich es einfach dumm ist. Dass Elsie jetzt der Trickpass ist und nicht mehr RB. Und RB jetzt der Vorschuss ist. Wieso tauscht man das einfach aus? Ich meine, man gewöhnt sich da jahrelang dran, dann wird es einfach geändert. Jetzt wie man bei Counter-Strike sagt, komm, du schießt jetzt nicht mehr mit der linken Maustaste, sondern du schießt jetzt mit Y oder so. Das macht einfach null Sinn. Ha! Ha! Hi! Hey! Hey! Ha! Hi! Nochmal reinschnacken. Hey! Ah. Oh shit, was hab ich gemacht? Zum Überzahlspiel. Und meine Keeperin. Spielen wir noch ein Spiel in Ultimate Team. Ich finde den Modus ist eigentlich ganz cool. So, was haben wir für Aufstellung? Da, hier. Ja. Und wir haben einen Spieler vorgestellt. Robben! Okay, das ist das Team und oder habe ich noch einen aus Chelsea irgendwo, den ich hinpacken kann? Nee. Ja, es geht so. Aber es ist von der Wertung halt ganz. Oh, noch ein Trainer. Natürlich keiner aus einer Liga, die ich will. Dann nehme ich. Den, der sieht komisch aus. Wie steht ihr eigentlich jetzt zu der Demo? Manche sagen ja, dass Pace nicht so wichtig ist in diesem Spiel. Und dass alles anders ist und ja, wie findet ihr das? Dass ihr derselben Meinung, dass Pace unwichtiger geworden ist? Ich habe ein bisschen Angst vor Flanken. Ich habe hier schon einmal eine extrem scharfe Flanke mal reingekriegt. Und, okay, Konter über... Aubameyang? Nee. Über den Ballverlust. Shit. Was? Es sei denn halt... Hat Hummels gerade Aubameyang outpaced? Ist das gerade passiert? Und der geht rein. Huch, so scheiße. Das mit den Pässen ist so scheiße. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hey, wir tauschen mal die Passtasten. Nein, das ist scheiße. Das ist eine dumme Idee. Ich hab gefault, ja. Ey, wenn FIFA so bleibt, dann wird es das frustrierendste FIFA aller Zeiten. Ja, okay. Hä, was? Das meine ich mit den Zweikämpfen. Das meine ich mit den Zweikämpfen. Man kann sich da nie durchsetzen. Minimeter hat in seinem Video gesagt, dass er FIFA 16 gleich findet wie FIFA 15, dass sich nichts verändert hat. Das verstehe ich nicht so. Ich finde, alles ist anders, aber es ist halt nicht geiler geworden. Eher im Gegenteil. Und ja, das ist sehr davon getrübt, dass einfach das mit RB und LT so scheiße ist. Ich habe noch keinen einzigen gesehen, der es kritisiert hat. Warum nicht der einzige, der es richtig ankotzt? Eine frühe Flanke und ein Tor. Ich meine, so richtig merkt man erst, ob ein Spiel gut ist nach, keine Ahnung, nach 100 Spielen oder so. Aber... I don't know, man. Die Demo ist schon mal scheiße. Ich weiß nicht, Leute, man. Seid ihr genauso enttäuscht von der Demo wie ich? Oder dachte, boah, die Demo ist total geil? Und wenn ja, sagt mir, warum ihr es geil findet. Habt ihr auch das Problem mit LT und RB, dass es einfach behindert ist, dass es ausgetauscht wurde? Schreibt mir in die Kommentare. Und dann sage ich mal zum nächsten Video, Leute. Bis dahin und ciao.